Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch ein Beta-Key-System vorstellen. So, wir sind direkt auf der Spygold-Seite, wo es das Ganze kostenlos gibt. Das Ganze ist von dem lieben Tutorial Work. Er hat auch einen YouTube-Kanal, also das heißt, wenn ihr das runterladet, könntet ihr ja mal auch bei ihm vorbeischauen. Das ist eigentlich das Mindeste, weil vor allen Dingen ist es kostenlos. Also würde ich sagen, oh, ach Gott, fangen wir direkt an. Drücken auf Download. So, dann warten wir ganz kurz, bis Spygod die DDoS Protection funktioniert. Dann haben wir hier unten die Ding, die ZIP-Datei, die können wir einmal öffnen und ich schiebe das ja mal weg. So, das ganze Plugin gibt es für Spygod und Bungeecord. Wir benutzen das Ganze jetzt für Spygod. Da ist es eigentlich für 1.13 gedacht, funktioniert aber auch mit 1.8. Ziehen wir das hier einmal hier rein und das war es schon im Endeffekt. Dann richten wir ganz kurz noch auch die Webseite ein. Gehen wir in German. Da habe ich hier einen lokalen Webserver mit Xamp gemacht. Da kopiert ihr einfach das ganze Zeug und zieht es da rein und fertig. Dann könnt ihr den ganze ZIP-Datei schon wieder schließen. Und dann würde ich sagen, richten wir hier zuerst das MySQL ein auf der Webseite, weil da haben wir schon direkt die Dateien, die müssen wir nicht erst generieren lassen. Und da habe ich schon mal hier eine Datenbank erstellt, und zwar die Beta-Datenbank, auch Localhost, können wir auch mal minimieren. Dann tragen wir das hier ein, hier oben kommt der Host, Localhost, dann kommt hier der Datenbankname, das ist in unserem Fall Beta, Beta. Dann hier der Username und hier das Passwort, das passt alles. Dann können wir das schließen und das minimieren. Und im Endeffekt funktioniert die Seite jetzt schon. Dann können wir jetzt hier reingehen in den Server und starten das Ganze einmal. Das ist hier uns den Ordner generiert, den wir brauchen zum Einstellen von MySQL. Wird das Ganze gleich hier laden. Ihr seht, Develop for Minecraft Version 1.13. Und dieser Fehler kommt nur, weil MySQL noch nicht verbunden ist. Das heißt, das machen wir einfach wieder zu und öffnen das hier ganz kurz. Dann ist die Database ist Beta immer noch und Your Passwort ist 1. Wir haben kein Passwort bei Localhost. Und in der Config können wir dann hier noch einstellen, die Language stellen wir auf DE und Beta-Phase machen wir an. Dann ansonsten könnt ihr unten noch die Kick-Nachricht ändern, die man bekommen soll, wenn man kein Beta-Nutzer ist. Ansonsten, ja, dann können wir das hier Ganze wieder zurückgehen und einmal starten. Dann wird uns hier auch gleich in der Datenbank der Ordner angezeigt. Können wir einmal warten. Ihr seht, der Fehler ist weg. Und wir können hier mal neu laden. Ihr seht, hier ist die Tabelle. Das heißt, es funktioniert soweit. Und so, dann können wir mal in-game, würde ich sagen. Können wir einmal in-game gehen. So. Und ihr seht, wir kommen nicht auf den Server. Wir brauchen einen Beta-Key. Das heißt, wir erstellen uns jetzt einmal einen. Und zwar machen wir das hier mit Create-Key. Einfach slash Create-Key eingeben. Dann bist du hier in der Konsole und Create Key. Dann haben wir hier den Key, den kopieren wir uns einmal. Dann gehen wir in den Webbrowser. Ich nehme jetzt mal hier einfach zu Demonstrationszwecken Opera. Hat sogar schon hier auf. Einmal neu laden. Ja, funktioniert. Dann geben wir hier den Spielernamen ein. In unserem Fall heiße ich PattyXRD. Dann den Beta Key und drücken auf Aktivieren. Und ihr seht, es wurde freigeschaltet. Dann gehen wir einmal hier wieder in Minecraft. Und wir kommen rauf. Im Endeffekt, es gibt auch keine Fehler in der Konsole, also obwohl es für 1.13 entwickelt wurde, funktioniert es auch mit 1.8. Und im Endeffekt, ja, ist ganz nice. Soweit, dann wollte ich euch noch zeigen, wie man denn hier den Hintergrund ändert, beziehungsweise die Webseite anpasst, dass das Ganze ein bisschen vielleicht anders oder hübscher aussieht oder ne, jedem das seine. Dann gehen wir einmal wieder in den Testordner hier und können hier einmal in der index.php einmal hier unten einen Servernamen ändern, zum Beispiel zu patty.com so und so weiter, ne? Patty.com. Und dann können wir das einmal schließen, dann hätten wir das einmal geändert und dann können wir hier auch noch den Header-Bild, das Header-Bild ändern, das Hintergrundbild, können wir einfach einmal löschen und ein anderes Bild reinziehen, das genauso heißt header.png. Wenn wir jetzt hier in die Website gehen und einmal neu laden, dann wird es uns nicht angezeigt. Das hängt aber daran, weil das mit dem Browser-Catch zusammenhängt. Ich mache mal ganz kurz hier ein Chrome-Fenster einfügen und ihr seht, hier wird es dann angezeigt. Es hängt damit zusammen, wenn es bei euch auch ihr das Problem habt, ihr habt auch Chrome und es wird euch nicht angezeigt, geht ihr einfach mal auf
Erst oben die Punkte, dann geht ihr hier auf weitere Tools, Browserdaten löschen, dann geht hier das hier auf, dann wählt ihr hier Bilder und Dateien im Cache, dann drückt ihr auf Dateien löschen, dann könnt ihr das zumachen und dann danke WhatsApp, habt ihr hier die Seite auch neu und ihr seht hier unten patty.com. Dann ansonsten würde ich sagen, war es das für heute das Video. Die Permissions und Commands findet ihr hier auf der Spygoat-Seite. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute, beziehungsweise geht noch bei Localhost Test. Geht noch bei dem lieben Tutorial-Work auf dem Kanal vorbei. Lasst dem ein Abo da. Der Typ macht das auch kostenlos hier. Ihr seht es kostenlos. Und dafür funktioniert es eigentlich super gut. Ansonsten würde ich sagen, was ist für heute? Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!